Hallo Dampferfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute ist wieder schon probiert angesagt. Ihr seht selbst, heute geht es um die Triple 400. The Best Fruity Mix. Ja, also, was ist Triple 400? Triple 400 ist eine Reihe von Namen, also auch Liquids, die von den Dampfer Store in Witten hergestellt worden ist. Ich kenne diesen Store jetzt generell nicht, vom Namen her vielleicht schon. Vielleicht war da auch mal auf der Messe, die jetzt schon etwas längere Zeit nicht mehr gemacht wurde in Dortmund oder Oberhausen, wo die ist. Aber so vom Einkaufen her noch nicht. Wie gesagt, Witten ist auch ein paar Kilometer schon entfernt bei uns, natürlich von uns. Da habe ich gesagt, nee. Aber was ist jetzt natürlich an der Triple 400 interessant? Ja, interessant ist es jetzt folgendermaßen. Ich hatte mir das, wie gesagt, bei den meinen Jungs das geholt diesmal und habe mir dazu überlegt, da stimmt doch was nicht. Das kann es nicht sein. Denn diese Triple 400 hat tatsächlich drei Aromenfläche und es soll tatsächlich 1,2 Liter ergeben. Ja, ihr habt richtig gehört. 1,2 Liter Liquid. Und zwar deswegen, in einem von diesen Liquidflaschen, also in diesen kleinen Aromaflaschen, das sind 20 Milliliter, soll man tatsächlich 10 Milliliter in dieser großen 200 Milliliter Schubi-Flasche tun. Ja, also das ist tatsächlich eine 200 Milliliter Flasche. Da sollen 10 Milliliter rein und dann eben mit Basis und auch mit Shots natürlich, wenn ihr braucht, für Nikotin, da rein tun. Ja, also ich habe mir auch überlegt, 5% ist nun die Anmischung. Das kann ja natürlich nicht sein. Naja, gut, ist es aber. Naja, aber was ist jetzt natürlich die Best Fruity Mix? Also Best Fruity Mix ist ein Mix aus Beeren, Früchten und exotische Früchten mit einem Hauch Menthol. Und das habe ich mir gedacht, nimmst du mal, also wie gesagt, es gibt unterschiedliche Liquids-Varianten, wie zum Beispiel Erdbeere, Vanille und sowieso. Ich habe natürlich bei unseren Jungs das, wie gesagt, gekauft und habe auch in diesem Shop natürlich eine Rezension von jemandem gelesen, der tatsächlich mit dem Vanille ein Problem hatte, dass es tatsächlich zu schwach war. Das werde ich natürlich jetzt hier auch herausfinden, ob das auch wirklich der Fall ist, ob das geschmacklich in Ordnung ist oder nicht. Das wisst ihr ja, machen wir immer. Nur neu ist jetzt in diesem Video, dass ich jetzt diese nicht nur immer in einem Verdampfer teste, sondern ich teste das jetzt immer in einem Mesh-Verdampfer auf meinem Profile, den man ja natürlich bekennt, und mit dem neuen Pyro erstmal. Also ich nehme da danach noch eigentlich noch einen anderen Coil-Verdampfer. Das heißt also einmal Mesh und einmal in Coil. Und das liegt daran, weil der Kumpel von mir, von dem ich da oben natürlich seht, der hat zu mir gesagt, dass in gewisser Weise bei Liquids in Mesh besser schmecken, zum Beispiel die Früchte, und bei Coils meistens die nicht mit Frucht enthalten sind, zum Beispiel Biscuit, Vanillepudding oder sonstiges, soll es besser schmecken. So laut der Aussage von ihm. Ich werde jetzt mal überlegen, ob es auch wirklich der Fall ist. Ich werde es jetzt immer machen, dass ich, wie gesagt, einmal im Mesh-Verdampfer es tue und einmal in, also gesagt, einem Coil-Verdampfer, natürlich in einem Doppel-Coil-Verdampfer, der Pyro. Und der ist ja, wie gesagt, auch ein RDTA, das heißt, er kann auch als Tröpfler benutzt werden. Und danach werde ich mal gucken, ob ich vielleicht noch einen kleineren nehme oder einen anderen, wo es wirklich, dann sagen wir mal, gut rauskommt. Ja. Dann fangen wir natürlich jetzt erstmal an mit dem sogenannten Riechtest. Also man hier riecht man tatsächlich die
Früchte raus. Also wirklich exotische Früchte, riecht so wie Banane, Mango, Ananas. So rieche ich das jetzt raus. Den Menthol, was da drin soll, soll das nicht. Ich mag zwar kein Menthol, das ist richtig. Also bei mir ist immer mein Menthol, müsste ich eigentlich anfangen zu husten. Hoffentlich ist das hier nicht der Fall. Ich habe es jetzt einfach mal genommen. Ja, also ist tatsächlich, also riechen tut es gut. Nur jetzt ist die Frage, wie es schmecken tut. Also tun wir erstmal hier natürlich wie immer ein kleines Tröpfchen drauf. Und dann muss ich sagen, also am Anfang kam so der Kick. Aber das zweite ist, es ist nicht süß. Also ich schmecke das nicht süß raus. Am Anfang kam, wie gesagt, kurz eine Frucht, dann kommt so eine, ja, ich sage jetzt mal, hört sich zwar ein bisschen doof an, eine Art Schärfe und keine Süße dabei. Und dann als letztes merke ich, wie es auf der Zunge so langsam kühl wird. Also da kam auch dann eben die Minze raus. Aber dass es dann, wie gesagt, nicht süß ist, das ist, was mich eigentlich ein bisschen jetzt verwundert. Vielleicht hat er tatsächlich derjenige, der das geschrieben hat, mit seinem Vanille tatsächlich recht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht. Also riechen tut es gut, aber schmecken jetzt nur gesagt ganz kurz, so ein Kick kurz, dann scharf oder hart scharf, keine Süße, sondern richtig bitter. Und dann kommt die Minze hinterher. Dann werden wir jetzt mal schauen, wie es mit dem Verdampfen ist. Also ich nehme hier, wie gesagt, meine Maschine hier. Na, muss ich mal kurz schnell umbauen. So, dann nehme ich jetzt einmal natürlich hier den Profile und trüppel natürlich da oben mal drüpp. Lass es kurz einziehen. Obwohl ich jetzt schon, wie gesagt, beim Wickel schon fertig gemacht habe. Das habe ich schon reingetan, nur nicht gedampft bis jetzt. Und ich fange mal mit, ja, erstmal mit 35 an. Also ist generell zu Dampf, macht ja klar. Aber geschmacklich merke ich noch gar nichts. Ich gehe jetzt mal tatsächlich 10 Watt hoch, also auf 45. Also irgendwie habe ich noch keinen direkten Draht dazu. Man schmeckt zwar jetzt ein bisschen immer die Minze heraus, aber ich schmecke noch keinen Geschmack heraus. Also ich kann jetzt nicht diese Früchte ergattern. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch zu wenig gedampft. Also ich tue jetzt noch mal auf 50, was eigentlich normalerweise sonst bei diesem Verdampfer nie brauche. Und muss sagen, da ist nichts. Ja, also da ist kein Geschmack irgendwie. Also über dem Mesh ist kein Geschmack. Komisch. Nein, das ist also ich spüre nichts. Ich schmecke nichts. Ich schmecke keine Süße. Ich schmecke nur ganz kurz so ein Kick, mit, wie ich am Anfang auch mit dem Lenken hatte, so ein Kick, und dann ist es bitter und dann schmeckt er gar nichts. Mit 50 Watt kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass es so sein sollte. Ich habe jetzt mal 56 Watt, normalerweise ist das nicht der Fall. Und schon habe ich einen Highburn. Also das ist definitiv nicht hier mit dem möglich mit dem Verdampfer. Also ich schmecke tatsächlich hier nichts hinaus.
Also da habe ich mich tatsächlich was überlegt, also anders als vorgestellt. Ich verstehe nicht, warum das nicht schmeckt. Aber wie schon der eine geschrieben hat, auch mit dem Vanillepudding, ist das nicht der Fall. Also ich habe jetzt wieder runtergesetzt auf 50 Watt. Nein, also mit ihm spüre ich am meisten nur die Kälte, also die Minze ein bisschen. Aber nichts anderes. Ich nehme jetzt mal den Pyro 4 hier mit dem Dual-Coil-System. Den habe ich natürlich auch gewickelt schon. Und na, dann können wir, den habe ich auch schon gestern vorgefertigt. Ich werde aber jetzt noch mal ein bisschen was reintröpfeln. Und probieren wir mal, wie es mit dem aussieht. Ja, also vielleicht ist er ja ganz anders. So, da fange ich natürlich auch mit 50 Watt an, voll Luftzufuhr ist an. Und wie gesagt, das sind jetzt eben Coils. Da hat es geknallt, habt ihr ja schön gehört. Dann war das vielleicht doch ein bisschen zu hoch. Ich schätze mal runter auf 46. Hoppala, da habe ich ein bisschen zu stark gezogen. Da habe ich anscheinend wohl mir den Mund so ein bisschen verbrannt, weil ein Liquid hochgezogen wurde. Machen wir jetzt eben leichter. Ja, aber auch da schwenke ich jetzt so fast nichts. Also, das ist ja eigentlich wirklich der Hammer schlechthin. Also auch hier jetzt nicht. Also ich schmecke tatsächlich hier nichts an den Früchten, sondern mehr, wenn man atmet, kommt die Kühle. Also die Minze schmeckt man, aber ich schmecke jetzt nichts aus den Früchten gut raus. Nein, also ich schmecke hier nichts. Keine Ahnung, ob das eine falsche Fehlproduktion sein kann. Also, das ist zwar schön und gut, dass es wie gesagt 1,2 Liter ergeben kann, aber 5% bei Anmischung und dann noch nicht mal süß vielleicht. Also, Nein, auch hier nicht. Also hier habe ich auch keinen direkten Geschmack, also über die Coils auch nicht. Obwohl ja eigentlich Mesh schon ziemlich gut ist. Kommt mir nicht. Es kommt mir immer nur die Minze, die Kühle kommt mir zum Vorschein. Zu viel Kühle. Also an den Frucht gar nichts und dann, wie gesagt, nicht süß. Vielleicht soll es so sein, ich weiß es nicht. Normalerweise müsste aber eigentlich mehr die Süße rauskommen. Ich habe es hier nicht drin. Ich gucke, lese jetzt auch gerade. Ja, das ist nur Propylenglykol und natürlich Aromastoffe. Ja, mehr ist hier nicht drin. Also klar, man Zucker sollte man ja nicht tun, aber es gibt ja immer Aromastoffe, die ziemlich, sagen wir mal, süß sind. Ne? Besonders ja gerade exotische Früchte, die müsste ja eigentlich stärker süßer sein, zum Beispiel, weil ja, wie gesagt, Bananen oder sonstiges oder eben Ananas dabei ist, aber. Ich habe hier gar nichts. Kommt nichts. Also, Beim Riechen, ja. Beim Schmecken ganz kurz, dann wie gesagt bitter und danach die Kühle. Beim Dampfen von beiden Geräten nichts, bis auf die Kühle. Man merkt natürlich, dass da hinten was ist, aber die Süße fehlt. Also, definitiv fehlt da etwas drin, entweder die Süße oder sonstiges. Also hat anscheinend wohl der eine, der es geschrieben hat mit der Vanille, der hat nämlich geschrieben, dass auch zu wenig kein Flavor, also kein Geschmack da ist, hatte eigentlich gar nicht so Unrecht. Entweder ist das jetzt nur eine Charge und fehlt etwas, das kann ich natürlich jetzt nicht nachvollziehen.
Schön finde ich das natürlich nicht. Es ist natürlich, ne, man kauft sich so eine riesen Liquidflasche, die nicht gerade günstig ist, weil die, wie gesagt, 1,2 Liter ergeben soll. Und dann schmeckt das noch nicht mal so nach dem, was es sein soll. Also, jeder muss sich zwar selbst entscheiden. Vielleicht bei einem schmeckt es, vielleicht bei dem anderen wiederum nicht. Das kommt darauf an. Vielleicht habe ich hier eine falsche Charge, irgendwas. Oder irgendwas stimmt hier nicht. Es schmeckt einfach nicht. Ja, also, mir schmeckt es einfach nicht. Das ist definitiv mein Fall. Mir schmeckt es nicht. Ja, also klar, es kann passieren, dass gewisse Liquids so sind, aber 5% Anmischung, ein bisschen schwach. Ja, und dann eben, wie gesagt, so richtig bitter. So richtig bitter, bitter, bitter. Ich habe jetzt einen richtigen bitteren Nachgeschmack im Mund. Also, das ist so, als würde man tatsächlich ich sage jetzt mal so Multivitaminsaft haben, wo es tatsächlich dieser Zucker rausgenommen wurde und nur Bitterstoffe drin wären. Also so schmeckt das. Na, also ich habe das jetzt wirklich im Mund, diesen Geschmack, und möchte nicht noch mehr darauf diesen Geschmack geben. Nee, also weder noch im Mesh-Verdampfer noch in den Coils schmeckt es. Nein, also definitiv nicht. Also das ist nicht mein Fall. Schade. Aber gut, ist halt so. Ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt einen Einblick darauf. Es ist zwar, wie gesagt, schade, 1,2 Liter in den Sand zu schmeißen, aber Hauptsache, ihr habt das jetzt Erfahrung davon, oder ich habe die Erfahrung jetzt damit. Und gebe es auch an meinen Kumpels weiter, dass da irgendwie was ist, oder ich nehme was mit und die sollen es mal probieren, ob die vielleicht was anders schmecken. Und dann schauen wir mal, was die so sagen. Und dann werden wir mal weitersehen. Ja, da würde ich sagen, mein Spruch, gut Dampf, und schaltet beim nächsten Mal ein. Tschüss.